Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Manor Lords. Ja, wir hatten Glück in der letzten Folge. Ich habe einfach nochmal geladen und da waren da zufälligerweise Söldner, die für unseren Gegner eigentlich kämpfen und die haben zufälligerweise Banditen getroffen und die alle gemacht. Ist, glaube ich, gut gelaufen. Ich glaube, ich mache das auch. Das hat sich so weit erholt. Und, ja, hat geklappt. Jetzt fehlt uns hier noch ein Holzstamm. Ich hoffe, der kommt jetzt. Ja, und da kommt er, da kommt er, da kommt er. Zack. Jetzt bau das Teil. Bitte. Bitte irgendjemand. Komm, Leute. Komm, Leute. Wir müssen jetzt Ernte machen. In der letzten Folge haben wir ja hier ein Burg-Ding gebaut. Ich hoffe, das können wir dann später nochmal editieren. War erstmal praktisch. Und ein Steueramt haben wir hingebaut. Komm. Irgendjemand muss doch das hier machen jetzt schnell. Ja! Gut ruhen. Bau fertig. Gut. Erweiterung abgeschlossen. Viehbestand. Viehhütte zuweisen. Moment. Nichts eingelagert. Moment, ich muss mal kurz gucken. Straßenviehbestand. Na! Wir laden nochmal. Ganz schnell hier. Mann! Das Spiel manchmal, ne? So. Das ist. Man merkt, ne, dass es trotzdem noch Early Access ist. Early. Ne? Was? Drei braucht es jetzt plötzlich. Wie gesagt, man merkt manchmal, dass es wirklich noch Early Access ist. Na? Aber, das Banditenlager ist nah. Darum müssen wir uns wirklich kümmern demnächst. Aber hier mach ich mal einen rein. Komm, baut das jemand jetzt fertig. Aber so ist es schon sehr, sehr gut, das Spiel. Letzte Balken, so, und jetzt bitte jemanden schnell das bauen lassen. Bitte! Weil wir müssen jetzt eigentlich schon in die Erntezeit reinkommen. Weizen. Weizen hier. Gut, wurde gebaut. So. Erweitert. Viehhütte zuweisen. Ja, ich... Ich hoffe, ich habe jetzt. Hi. Wie bestand? Natürlich der weit weg ist. So, jetzt gucken wir mal. Ja, natürlich. Hä? Ja, ich weiß, dass es muss gebaut werden. Aber wir müssen jetzt hier... wen können wir denn noch wegmachen? Steinmetz können wir abreißen. Die können wir wegmachen, dann kann da einer wenigstens fertig bauen. Also sieht man das nicht, wenn es hier gemacht wird jetzt? Der Ochse ist ja... Fehlt ja jetzt hier. Sieht man es nicht, wenn hier geflüchtet wird? Da kommt er hier. Der Fluch, der kommt.
Gleich nochmal speichern, sorry, wenn ich das so sage, aber das Spiel verzeiht keine Fehler. Miaung. Wesentlich schneller. Miaung. Super, super, super. Da drüben macht er schon weiter. Schön, wir haben eine Schatzkammer. Klickt auf Steuern, Reiter macht ihr euren Herrn aus, ausgewählt habt. Und die Steuersätze festzulegen. Steuern können eure Schatzkammer füllen, euren Einfluss steigern. Allerdings wird eure Bevölkerung darunter ärmer. Schön. Burgplaner öffnen. Können wir wieder öffnen? Steuer. Ein Zehnt, mach mal. Ja, mach mal 2%, den Zehnt. 10% Steuer. 2% Zehnt. Machen wir es einfach so. Ich hoffe mal, dass die Holzbalken da wegkommen oder kommen die erst weg, wenn wir fertig gebaut haben. Ist ja auch egal. Freiarbeiter, wir brauchen hier Arbeiter. Schön, Alter, wie schnell das geht. Zzzzup. Schön, 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 schön. Die arbeiten hier auch schon vor. Brauchten hier mehrere Ochsen, sage ich euch ehrlich. Oh Gott. Lagerhaus voll schon wieder. Gut, noch einmal durch, Oxy. Noch ein kleines bisschen hier. Gut. Das reicht. So, nächstes Feld. Komm, dann kriegen wir 5 Millionen Weizen. Ich weiß, Bedürfnisse nicht hundertprozentig erfüllt. Wir müssen aber jetzt hier ein paar Abstriche leider machen. Hier oben wird ja auch geerntet. Ach Gott. Da müssen wir dringend uns mehr bewaffnen, wesentlich mehr. Da würde ich sagen, machen wir hier Handel, Militär, Sperre, Handelsrudel einrichten. Müssen wir machen. So, was dann noch? Kleine Schilde. Handelsrudel kostet 60. Würde eingerichtet. Schön. So, die tun jetzt hier alle säen. Das ist toll. Brauchen Leute en masse. Wo kann ich eigentlich noch Leute abzwicken, mal schnell? Eigentlich hier. Ja, gut, der hat einen Stand. Erstmal mal steuern. Wen können wir denn noch abziehen? Steinmetzlager, das können wir abreißen. Brennstoff, 2 Jahre halten wir schon durch. Eigentlich könnte man den da auch mal abziehen hier. Ja, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall. Priester mal auch kurz entfernen hier. Los, Leute! Beziehungsweise, wir könnten hier. Komm. Wir müssen hier jetzt wirklich Vollgas geben. Klar, das geht hier wesentlich schneller, aber. Wir haben jetzt schon Mai und der ackert hier immer noch. Bräuchten eigentlich schon 2 Ochsen. Können wir hier nicht noch einen Ochsen zuweisen? Das wäre gut, wenn wir hier noch einen Ochsen zuweisen können. Das gefällt mir nicht. Oi, wir haben Geld, wir haben Geld, wir haben Geld.
Ich weiß, es gefällt den Leuten jetzt hier nicht so, aber wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Schade, dass die Leute hier nicht trotzdem weitermachen. Weil klar, der Ochs ist schnell, aber der braucht trotzdem 3 Monate. Ja. War vielleicht doch ein bisschen zu groß hier. Hier wächst schon und hier drüben ist noch am Arbeiten. Alles nicht so einfach. Das Feld ist doch zu groß. Ich weiß, Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Mal gucken. Weil hier wächst ja schon. Hier wächst ja schon schön. Aber hier wächst noch nichts. Und ich dachte, sobald man den hat, könnte man so ein Feld hier locker machen, aber scheinbar war das auch ein bisschen ein Irrtum. Klar, der ist schnell. Ihr seht, wie schnell der da macht, aber ach so, in der Zeit, wo hier nur der rumfährt, kann er die nichts machen. Das kotzt mich gerade an. Komm, wir lassen es mal kurz, dass die schnell säen können, dann wenigstens. Sag mal, Juni und der ackert hier immer noch hier dumm rum. Die Vorräte jetzt hier sicher haben. Können wir den Priester auch wieder reinsetzen. Lagerhaus. Genau, jetzt wieder arbeitet ja. Forsthaus. Komm. Lang mal. Na? Was ist da dauerhaft voll? Lager ausgebracht werden, sonst stehen die Produktionen. Also die hier da rumstehen, oder wie? Allgemeines Lager ist ja auch nochmal 250. Das ist, ich schätze mal das Zeug, was hier außen rumsteht, aber ich glaube, das ist ein Bug. Seht mal, wie hoch das hier schon ist. Gott, das kotzt mich so dermaßen an. Ich hätte doch nicht 2 Sachen machen sollen. Prozent sind wir positiv hier. Ja gut, wir machen halt auch ein bisschen Steuern. Aber wir müssen ein bisschen Geld hier verlangen. Juli. Der pflügt immer noch. Ob wir hier überhaupt was rausbekommen aus dem Feld. Ich hätte warten sollen. Ich hatte den Gedanken, lasse ich das eine Feld nochmal. Ich hätte ein Jahr nochmal sein lassen sollen. Mann! Ich will jetzt auch nicht dauernd zurückladen, ne? Brennholz. Brennholz nochmal wirklich. Scheiß drauf, dass der eine Bude hat, aber den Typen, den kann ich wirklich erstmal ausschalten. So, Junge, renn doch schneller, ey.
So, jetzt ist er fertig erst. Gut, Priester weg. Hier ist keiner mehr drin. Forst-Harry weg. Holzhütte weg. Knechti weg. Hier, Knechti weg. Und dann hier jetzt. Zack, 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 zack. Hier hinten, das können wir ja auch noch schnell... Achso, das ist schon wieder leer. Okay, gut. Dann müssen die Lager nur leer gemacht werden. Gut. Jetzt mal hier Vollgas. Aber volle Pulle, Leute. Komm, 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 komm. Wir haben Juli. August. September. Oktober vielleicht noch ein bisschen. Schön, schön, schön. Das sind ein paar mehr, die helfen hier mit. Gott! Kann ich hier wieder alle wegmachen? Dann... Oxini kriegt ein. Der hier kriegt ein. Brennholz. Hier kriegt einer. Holz haben wir genug. Sägen darf einer. So, wie viel haben wir noch? Drei. Gerberei kann gerne einer gehen. Hier gerne einer. Dann gucken wir mal Industrie. Das da. Moment, zwei Holz einfach. Holst du es dir direkt von da gegenüber? Das wäre toll. Einmal pro Monat aufgefüllt werden. Komm, dann machen wir es doch mal hier hin. Mittel sehr hoch, höchste. Und dann bauen wir noch ein paar Häuserlis. Hm, 6%. Die wenigsten 41% im August. Ich habe so Angst, dass das ganze Feld am Brach liegt über den Winter. Das würde mich so sehr ärgern. Ja, was brauchen wir? Eine Stufe höher. Wir brauchen einfach nur mehr Stufe 2 Holzer. Dann geht aber die Beliebtheit auch runter. Gut. Kann man hier voll machen, wirklich 12 Stück. Dann gucken wir hier mal. Handel. Das ist für Vieh. Hier mal Handel. Kein Handel. Import. So. Machen wir mal 16. Preis 17. Na, das sehen wir schon. Ja, fahr durch die Felder. Nutz nicht die Straßen. Depp.
Hätte ich das gewusst, dass man mit dem Herrenhaus auch gleich ein Lager bekommt. Ja, egal. So, Brennstoff vorhanden. Und dann haben wir unser erste, ja. Brenn. Wo kommt denn die jetzt hier? Ach Gott, das kann wahrscheinlich sein, weil wir jetzt. Weil wir einen Zölten, also hier ein Herrenhaus haben. Schön. Haben wir jetzt nochmal Truppen bekommen. So. Huch, das wollte ich jetzt mal gucken hier. Ja, ich weiß. Jetzt. Ah, die haben es wirklich klein. Die hauen es dann da hin und da holen es dann die Leute. Speicher, da fehlt auch einer. Ist ja auch fast nichts mehr drin. Ne? Gott. Kein Wunder, dass hier überall die Leute fehlen. Wenn ich hier beim Gemeinschaftsofen noch Leute hatte. Wir haben ja nichts momentan zu backen. Das da ist auch 51% September 16. Denn der? Lass mich jetzt noch mal sehen hier. Okay, woher hat er das jetzt? Egal, wir machen auf jeden Fall Bahn. Ah, jetzt brennt's. Habt ihr da die ganze Zeit so? Zack, zack, zack. Jetzt nimmt das her und dann haut er drauf. Ich glaube, es ist ein bisschen verschoben. Das sollte er da eigentlich mit der Esse ein bisschen rein, reinschaben hier so. In der Esse reinschaben. Ich glaube, das ist einfach nur verpackt. Gut, aber dann kriegen wir doch schon mal Materialien. Dann müsste man ja eigentlich Industrie. Dorfschmiede, wir können nur Werkzeug machen. Also Waffen können wir gar nicht machen. Soweit ich das jetzt hier sehe. Ist ja egal, Werkzeug brauchen wir so oder so. Dann bauen wir hier eine ganze Kette hin. Ich weiß, keiner zugewiesen, Bauarbeiten. Keiner momentan. Hier ist ein Jäger, da hinten habe ich auch keinen mehr, na? Gott. Nahrung 16 Monate. Vielleicht sollte ich hier den mal kurz abziehen. Haben wir noch genug? Pflanzt wird ja auch ordentlich. Brauchen wir eigentlich mehr Leute. Wir brauchen echt viel mehr Leute. Komm, wir nehmen mal kurz den. So, mal das hier schnell herzimmern. Dann können wir unser Werkzeug alles selber bauen. Können wir nochmal hier durchschlawinern. Hier ist die Schmiede. Feld, das Feld sieht auch schon eigentlich recht gut aus.
Hier wurde ja das zweite Ding dann hingebaut. Ich sehe schon schön aus, unser Örtchen. Da kann man schon nichts Falsches sagen. War aber halt krass zu sehen, wie es halt in der letzten Folge dann so heftig abgefackelt ist alles. Oh mein Gott, ey. Puh, das war... Also schön ist was anderes, sein eigenes Baby Flammen zu sehen. Ich muss aber alles noch ein bisschen hier... Es ist noch verwirrend hier alles aufgebaut. Es ist so da ein bisschen, hier ein bisschen, weil... Ist ja mein erster Versuch hier trotzdem. Wir brauchen definitiv mehr Bewohner, das ist der Knackpunkt, weil wir sind dauerhaft unterbesetzt, wir brauchen dauerhaft mehr Leute. Eigentlich müssten wir dann als nächstes dann mehr Wohnhäuser bauen. Da oben will ich unser Schlösschen so bauen, weil es so ein bisschen höher gelegen ist. Ich denke mal, das ist dann auch recht interessant. Aber das Steueramt, die Schatzkammer, den mussten wir bauen. Müssen wir bauen, weil hier kommt man einen schönen Blick. Das kann man ja jederzeit noch mal hier ein bisschen ausbessern oder verbessern, besser gesagt. 55%, 20%. Uff. Ertrag 815, Ertrag 0. Gute Schmiede ist fertig. Fast fertig. Dann müssen wir die Leute wieder zur Ernte hier abkommandieren eigentlich gleich. Zack, zack, zack. Schmiede fertig gebaut. Ich finde auch schön, dass man da gespawnt wird, wo man gerade guckt und nicht irgendwo random. Das sieht doch hier anständig aus. Jetzt arbeiten wir hier mal alles auf. Dann können wir hier den darüber schieben einfach. Und wir bauen hier jetzt erstmal... mal einige Wohngebäude. So. Zimmer mal einfach mal da so hin. Stein, weil Werkzeug geht uns langsam zur Neige. Ich glaube, die sind jetzt hier. Na, noch nicht durch. Wie viel haben wir denn noch? Da, Eisen, jetzt haben wir schon noch gewaltig. Eisenbahn 27. Wir können. Ich tu mal hier. Typi wegmachen. Hier. Auch nochmal. 12. Wir brauchen ja ordentlich Holz rein. Wir haben genug Brennholz. Dann können die da hier schon mal losschmieden. Dann müssen wir alle Leute, alle verfügbaren Kräfte daraus. Hauen. Wird hier schon geschmiedet? Noch nicht. Und hier schaffen wir auch erstmal Wohnflächen. Super. Hühnerstall. Check. Auch wenn es nur so ein kleiner Stall ist. Na, wir brauchen auch noch mehrere. Aber ihr seht, laufen direkt Hühner rum und wir müssen um nichts kümmern. Ist super. Holz liegen, 3 haben wir noch hier liegen. Was wäre noch?
bessere ganz nützlich, wenn wir hier einen kleinen Brunnen machen. Dass wir halt einfach abgesichert sind. Für Feuer. So, wir haben jetzt Platz für Leute, die Gebäude stehen noch leer. Aber ja. Das soll so sein, das ist gut. 54, 111, 69%, 35%. So lang wie möglich noch rausziehen, so lang wie möglich noch rausziehen. Neue Familie ist eingezogen. Fällt abbrennen. Weiter wird es jetzt nicht, wenn jetzt Schnee kommt, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Der November ist hier auch recht mild. Okay, wir haben jetzt auch hier neue Leute dazu gekommen. Wo war das? Waren wichtige Leute hier. Eigentlich müsste jetzt... hier einen reinhauen. $20. Yes! Aber sind unsere Waffen eigentlich mal angekommen? Das ist sehr wichtiger hier. Sind die mal angekommen? Hier. Wir haben immer noch 0. Import. Hallo, ich will die kaufen. Mach ich hier irgendwas falsch? Oh, ein Speer haben wir jetzt. Ha, hat nur ein halbes Jahr gedauert. Phänomenal. Phänomenal. Ist hier jetzt mehr? 72%. Vorm ersten Schnee müssen wir hier definitiv die Bude noch hier leer kriegen. Oh, wir haben, glaube ich, fast kein Bauholz mehr. Das sollten wir... Sägehannes sägt man nicht. Pflanzt mal hier mit. Wir haben genug Häuser. Ich wollte jetzt noch mehr Häuser bauen, aber die stehen ja auch noch leer. Also von dem her. $117. Wird jetzt nicht mehr irgendwie geführt. Ertrag 100. Ich würde sagen, ganz ehrlich, wir machen vielleicht hier schon mal eine frühzeitige Ernte. Aus dem Grund, wir haben schon November, ne? Mir geht ein bisschen Muffesausen hier. Wenn die Rohstoffe hier draußen rumliegen, ist es halt nicht geil. Würde ich mal sagen, hier der Ochse weg. Hier der Ochse weg. Zack, zack. Nochmal zwei hinzufügen. Das braucht man nicht so dringend. Aber den Schmied lassen wir mal. Den tun wir auch mal hierher. Werkzeuge brauchen wir. Bauen wir Werkzeuge momentan?
Ja, Werkzeug 23. Super. Geiler Schmied. Kannst gleich auch gekündigt werden. So. Zack. Ja. Dann machen wir das ja gleich mal leer. Bis zur Ernte 200. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sich das verhält. Ich habe keinen Bock, dass hier das hier alles kaputt geht, nur weil ich mir hier zu lange Zeit gelassen habe. Frühzeitige Ernte, deswegen machen wir hier jetzt auch. Habe ich wirklich keine Lust. Super. Kommt auch ordentlich viel rein. Wird gleich auch ausgelagert. Jetzt ist Dezember. Jetzt, ihr seht schon, der kühle Nebel legt sich langsam auf den Landen. Ist der Priester überhaupt noch? Ich habe gar keinen Priester mehr eingestellt. Ah, komm! Leute! Genug Pause gemacht. Herkommen. Sollte vielleicht auch hier ein paar Häuser bauen. Die dann dauerhaft bei den Bauern arbeiten. Eieieiei. Mein Weizen! Oder war ich da schon langsam? Weil hier keiner mehr kommt. Scheiße. Hallo? Ja, das fällt es immer einmal. Scheiße. Kacke gemacht, ey. Kann ich fällt ab? Scheiße, einfach nur. Einfach nur Scheiße. Mann! Zack, zack. Dann hier wieder einer. Ja, gut. Dann hier mal Mühl. Speicher, Lagerhaus. Das ärgerlich. Klar, wir haben genug. Wir haben mehr als genug Essen. Na, aber. Gut, den letzten können wir jetzt Priester einstellen wieder. Freut's die Leute wenigstens ein bisschen. Ich habe recht gehabt mit dem Schnee, aber zu lange Zeit gelassen. Das 100. Mann, wir müssen echt früher beginnen. Sobald der Schnee weg ist, direkt loslegen. Aber jetzt würde ich es eh noch mal brache liegen lassen. Vielleicht hier würde ich es probieren, aber hier ist Quatsch. Ja, Bau ist 17. Ist halt auch nicht viel Unterschied. Höchste. Ach ja. Ich würde sagen, wir pflügen das da einfach mal durch. Brot wird auch schon wieder gebacken. Mehl wird gemacht. Hier haben wir alles leider schon durchgeknürt.
Haben wir hier noch irgendwie, ja, hier haben wir Mehl, Brot. Oh. Das ist kacke gelaufen, anders kann ich es nicht sagen. Aber wir können jetzt auch sagen, das ist mir jetzt gerade auch eingefallen, Handel, verbrückte Nahrung, Werkzeug, ne? Gute erforderlich. Arsch. Sorry. Weil wir verkaufen ja hier so schön, wo war das jetzt hier? Unsere Bretter hier. Kein Handel. Ja, Stein will ich nicht verkaufen, weil da kriegen wir keinen mehr rein, nicht? Export. Kein Handel, kein Handel, kein Handel. Ah, da braucht man halt wieder eine Scheißroute, ey. Nervt mich das. Sperre 0. Kriegen wir hier, haben wir irgendwo Sperre jetzt bekommen? Achso, ja, Sperre, aber wir brauchen noch Schilde. Militär. Sind es große Schilde oder kleine Schilde? Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Große Schilde. Dass wir wenigstens hier meine Einheit voll bekommen, ey. Ach. Handel. Brauchen wir doch noch 10? Schwierig, schwierig, schwierig. Mehr sage ich dazu nicht. Alles so teuer. Ja, wir haben ja 18 Münzen. Zoll, ne? Brauchen wir, müssen wir machen. Hm. Und sobald der Schnee weg ist, direkt hier Beiz drauf knallen. Das brauchen wir halt schon, ne? Noch das hier direkt abernten. Schwer, 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 schwer. Müssen wir definitiv alles im Blick halten. Ich denke mal, wir haben jetzt trotzdem alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ich hoffe, ihr hattet soweit recht viel Spaß. Es hat euch gefallen und in diesem Sinne bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.